Hallo, hier ist Martin Baron vom gemeinnützigen christlichen Werk Gotteshaus. Ich habe auf dem Herzen, dir etwas zum Thema Corona-Krise weiterzugeben. Und zwar, dass ich ein Wort des Herrn zu dieser speziellen Stunde empfangen habe. Aber das möchte ich etwas erklären und etwas weiter dazu ausholen, damit das in den richtigen Kontext eingebettet ist. Als ich zum allerersten Mal vor Wochen etwas zum Thema Corona hörte, war im gleichen Augenblick in meinem inwendigen Menschen, in meinem Geist, das Wort Fake. Fake. Nun, das ist normalerweise nicht ein Wort, was sich so in meinem Sprachschatz befindet, und ich war etwas irritiert. Andererseits sehe ich grundsätzlich, ganz grundsätzlich, Nachrichten sehr, sehr kritisch. Weißt du, die Frage ist immer, warum wird das jetzt kommuniziert? Warum wird das in dieser Weise kommuniziert? Wer hat dadurch irgendwelche Vorteile? Wer verdient vielleicht damit Geld? Wem nutzt das? Wer kann seine Macht ausbauen? Warum ist das jetzt, dass ich das jetzt höre? Ne? Wer gewinnt dadurch? Und so grundsätzlich bei Nachrichten mache ich eigentlich ein Fragezeichen dahinter. So, und aufgrund dieses inneren Eindrucks, den ich hatte, war ich sehr, sehr kritisch mit der Berichterstattung hinsichtlich Corona. Und wie wir alle wissen, hat die Situation sich natürlich dann immer mehr verschärft. Es wurde immer dramatischer, die Zahlen wuchsen, die ganze Bedrohung wuchs. Es gab dann diese Eingrenzung von den Grundrechten weltweit, Verbot von Veranstaltungen, von Treffen, ja, auch von Gottesdiensten natürlich. Und gleichzeitig eine rasant um sich greifende Angst. Wenn ich momentan sagen würde, was das Hauptproblem auf der Welt ist, würde ich sagen Angst, blanke Angst. Angst. Eine gigantische dämonische Macht. Und das ist keine gesunde Furcht, so im Sinne eines Zurückschreckens, wenn irgendwas Komisches ist oder dass man vorsichtig ist, so ein bisschen instinktmäßig, dass man weiß, da ist gefährlich, da gehe ich nicht weiter. Es ist nicht Furcht, die normal ist, sondern es ist eine Macht, die die Leute gefangen hält und die sie teilweise zu komplett irrationalem Verhalten führt. Ja, so, und ich bekam dann diverse Mails und die haben mich auf Seiten hingewiesen. Leute, Geschwister haben gesagt, Achtung, schau dir das mal an. Da gibt es kritische Stellungnahmen. Da gibt es Leute, die sagen, die Zahlen sind nicht sauber. Das stimmt nicht. Es gibt warnende Stimmen. Ja? Und was in vielen Ländern der Welt gerade passiert, das ist ein Missbrauch, um hinter den Kulissen irgendwas durchzusetzen, diese Krise zu instrumentalisieren, irgendwas zu machen. So. Ich habe dann mich damit ein bisschen beschäftigt, gar nicht mal so lang, einfach nur das kurz geprüft und mein innerer Eindruck hat sich bestätigt. So, das Beklemmende ist natürlich, dass das weltweit passiert, überall. Überall auf der Welt gibt es sehr scharfe Reglementierungen, wie gesagt, Grundrechte werden ausgehebelt, Maßnahmen und nach meiner persönlichen Meinung stehen die in keiner Relation, keiner angemessenen Relation zu dem eigentlichen Problem. Und da bin ich nicht allein auf dem Feld. Es gibt zahlreiche ernstzunehmende Leute, die diese gleiche Meinung vertreten. Verfassungsschützer, Menschenrechtsgruppen, Mediziner und so weiter haben sich in der Zwischenzeit zu Wort gemeldet. Und sie haben gesagt, was hier läuft, steht nicht in der richtigen Relation. Hier tun Mächtige das Maß überspannen. Wie gesagt, weltweit. Ich spreche hier von der weltweiten Situation. Ich habe dann eine kleine Internetseite auf unserer Webseite erstellt, wo ich einfach mal so ein paar Sachen aufgelistet habe, die das ein bisschen kritischer gesehen habe. Und insbesondere möchte ich dich auf folgende Seite hinweisen, die hier eingeblendet wird, eine Seite aus der Schweiz. Und diese Seite, die finde ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das sind wirklich Fakten, keine irgendwelchen Theorien, keine Vermutungen, keine Sachen, die irgendwie hochgerechnet worden sind oder sowas. Richtige Fakten, das ist ganz sauber und ganz seriös. Und das ist auch so, dass man das nicht wegwischen kann. Einfach so, mit den momentan ja allerorten anzutreffenden Totschlagargumenten, mit denen ja sehr viel gesunde Diskussion einfach von vornherein abgebügelt wird. Dass man sagt, das ist Verschwörungstheorie oder dass man sagt, das ist rechtsradikal oder das ist populistisch. Ja?
alles, was irgendwie kritisch ist, wird gleich totgeschlagen mit irgendwelchen solchen Argumenten. Das funktioniert hier nicht. Das ist so sauber und nüchtern. Schau es dir erst an, bevor du irgendwie dazu deine Meinung weitergibst. Das Eigentliche ist natürlich, dass ich mit dem Herrn gesprochen habe. Ich habe sehr viel gebetet in der letzten Zeit, den Herrn gesucht. Was geht hier eigentlich ab? Was passiert hier wirklich gerade? Was ist denn eigentlich die ganze Situation, in der wir uns befinden und in der sich die ganze Welt momentan befindet? Ich habe dann in den Videos zunächst mal ein paar prophetische Eindrücke weitergegeben. Die waren vor allen Dingen daraufhin ausgerichtet, dass es heißt, es gibt gewaltige Veränderungen. Gewaltige Veränderungen kommen auf uns zu. Und es stimmt, viele, viele Propheten haben genau darauf hingewiesen. Übrigens, auch Zukunftsforscher haben das Gleiche gesagt. Ja, die haben gesagt, es wird eine Krise geben, es wird irgendwas, ein riesiges Problem geben. Das System ist so heiß gelaufen, dass es gar nicht unbegrenzt so weitergehen kann. Also irgendwann gibt es den Crash. Ja, das ist jetzt also nichts, was es nur im christlichen Kontext gibt, sondern auch ganz normale Zukunftsforscher haben das schon seit längerem vorhergesagt. Gut. Nach meinem Dafürhalten kamen in dieser Corona-Krise also mehrere Sachen zusammen und die haben sich zu dieser Superkrise aufgebaut, die wir jetzt haben. Und ich persönlich glaube, so etwas hat die Welt bis jetzt noch nie erlebt und die Folgen, die daraus resultieren werden, sind komplett unvorhersehbar. Wir haben keine Ahnung, wie sich dieser gigantische wirtschaftliche Zusammenbruch in zahlreichen Ländern der Welt, wie sich das auswirkt. Wie das sich auswirkt mit den zig Millionen von Arbeitslosen, mit den Vernichten von Existenzen und so weiter. Das Ausmaß der Schäden ist nicht vorhersehbar. So, ernstzunehmende Forscher sagen, das ist die größte Krise aller Zeiten, in die wir hineingehen. Und das ist etwas, was ich bemerkenswert finde. Nun, wir müssen berücksichtigen, dass in Deutschland oder sagen wir mal in ganz Mitteleuropa die Staaten natürlich durch ein sehr gutes und starkes Sozialsystem gut abgesichert sind. Und viele Dinge werden abgefedert. Ja, wenn hier jemand seinen Arbeitsplatz verliert, es wird ja in einer gewissen Weise abgefedert. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber ich sage, es wird abgefedert. Aber in anderen Ländern, und zwar in den meisten Ländern der Welt, ist das nicht so. Die Leute verlieren damit im Grunde genommen ihre gesamte Existenz. Und das betrifft Dutzende von Millionen von Menschen im Moment auf dem gesamten Erdkreis. Das heißt, es kommt zu gewaltigen sozialen Verwerfungen, wo es unter Umständen Unruhen geben kann, Probleme geben kann, Rezession, vielleicht sogar Inflation und so weiter auf uns zukommen. Und wir sehen, wir können noch nicht sehen, was da wirklich passiert. Was wir aber sehen, ist, dass es in einigen Ländern schon fast diktatorische Zustände gibt. Ja? Nur um den Menschen Sicherheit zu gewährleisten, so wird ihnen gesagt, müssen wir dir hier die Grundrechte aushebeln. So nach dem Motto, ich baue dir ein Gefängnis und in dem Gefängnis bist du dann ganz sicher. So ist das, was in zahlreichen Nationen momentan passiert weltweit. Und viele, viele, viele Menschen begrüßen das, finden das genau richtig, sagen, ja, so muss es sein, weil ihnen das in dieser Unsicherheit und in dieser Situation der Angst Sicherheit vermittelt. Aber weißt du was? Das ist keine echte Sicherheit. Das ist überhaupt keine Sicherheit. Das ist eine zunehmende Entmündigung des Bürgers, eine zunehmende Kontrolle mit Zensur, mit Aushebeln von Grundrechten und so weiter. So, was ist jetzt meiner Meinung nach die reale Gefahr? Zum einen haben wir da natürlich die Corona, also den Coronavirus, die eigentliche Krankheit. Ich glaube, dass das nicht das Problem ist. Ich persönlich glaube, dass dieses Thema sogar schon weitgehend erledigt ist. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen sofort, ja, aber was ist mit den Bildern aus Norditalien, was ist mit den Bildern aus New York, was ist mit den Zahlen, die wir überall sehen? Ich sage dir, informiere dich auf der Seite, die ich dir empfohlen habe und prüfe erst einmal, was da steht und dann überlege, ob das, was uns hier, ich sage mal, verkauft wird, wirklich die eigentliche Gefahr ist, ob das wirklich das eigentliche Problem ist. Ich glaube, dass hinter den Kulissen Dinge abgehen, die im Verborgenen sind. Und das ist das eigentliche Problem, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass der Feind durch diese Krise, wie auch immer die entstanden sein mag, seine Pläne umsetzen will. Ich glaube, es ist eine
lange vorbereitete strategische teuflische Maßnahme, wo der Feind versucht, sein antichristliches System zu etablieren. So, in der Bibel ist das ganz ausführlich im Buch der Offenbarung natürlich beschrieben. Und das ist für bibelgläubige, bibelfeste Christen auch nichts Neues. Sie wissen das. Ja? Und Leute, die sich mit Endzeit beschäftigen, ist das auch nichts Ungewöhnliches. Sie wissen, dass die Bibel von einem weltweiten Reich, einem Herrschaftsbereich ausgeht, die von einer wiedergöttlichen Macht gesteuert wird. So, und ich glaube, das ist momentan der Versuch, dieses Reich zu etablieren. Vielleicht nicht die finale Version, aber zumindest ein Versuch. Ja? Und überall auf der Welt, davon bin ich überzeugt, werden momentan durch dämonische Kräfte Menschen missbraucht, gezwungen, verführt, dieses antichristliche Reich immer mehr aufzubauen. So, aus diesem ganzen Zusammenhang habe ich dann auch prophetische Worte weitergegeben, beispielsweise von Chuck Pierce, der hat gesagt, die Corona, also der Coronavirus, das, was damit verbunden ist, wird relativ schnell erledigt sein. Und er hat als Datum Passa genannt in diesem Jahr und das ist der 8. April gewesen. Und weißt du was? Ich glaube, dass das stimmt. Und zwar aufgrund der Zahlen, die nicht die öffentlichen Zahlen sind, die kommuniziert werden, sondern die Zahlen, die als Fakten meiner Meinung nach sehr viel verlässlicher sind. Ich weiß, dass viele Leute das komplett anders sehen, weil sie sich entschlossen haben, den öffentlich kommunizierten Zahlen, den offiziellen Zahlen zu glauben. Aber ich gehe davon aus, Corona ist eigentlich von der Schärfe der Krankheit weitgehend erledigt. Das Problem ist, wie es missbraucht wird, um etwas Wiedergöttliches zu installieren. Gut, ich weiß, da sind viele Leute sicherlich anderer Meinung. Lass es mal so stehen. Von unserer Seite, unserem Dienst aus, beten wir vor allen Dingen für Licht. Wir beten dafür, dass Licht kommt, was eigentlich gespielt wird, was eigentlich los ist, überall auf der Welt. Wahrheit, Offenbarung, dass Sachen ans Licht kommen. Ne? Und wir haben uns entschlossen, im Gebet aufzustehen und wirklich aktiv gegen diese Strukturen, diese feindlichen Strukturen zu beten, auch konzentriert und fokussiert. Und das ist das, was wir beispielsweise im Epheser lesen, wenn es da heißt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Es geht nicht um Menschen. Es geht nicht um irgendwelche Gruppen oder Minderheiten oder Völker oder sowas. Es geht nicht um Menschen. Es ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Also dämonische Kräfte in der übernatürlichen Dimension. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So, wir sollen an einem bösen Tag, und das ist ein böser Tag, was momentan passiert, widerstehen, nämlich dem, was da passiert, und wir sollen stehen bleiben. Das ist das, was Paulus hier uns weitergibt. So, wir vertreten also die Ansicht, in dieser Zeit gehen wir aktiv im Gebet gegen diese Mächte von Manipulation und dem Versuch, hier etwas zu etablieren, was die Grundrechte aushebelt und was den Absichten Gottes widerspricht, gehen wir dagegen vor. Ich kenne natürlich das klassische Endzeit-Horror-Szenario. Ich kenne die Vorstellung aus Büchern, Romanen, die also richtig horrormäßig ausgemalt ist, ja, wie das mit der Endzeit läuft. Ja, mit dem Antichristen und mit der Trübsalzeit und mit der 666 und wenn die Leute nicht kaufen und verkaufen können und so weiter und so weiter. Das ist mir nicht unbekannt. Ja? Und viele Christen, die sich damit beschäftigt haben, die sind davon so eingenommen, dass sie denken, so wird es laufen und sie hoffen nur, dass es eine Entrückung gibt, bevor das alles auf die Erde kommt und sie im Grunde genommen weggenommen sind, damit dieses Elend nicht über sie kommt. Weißt du, ich habe wirklich mich mit der Thematik lange beschäftigt und ein Buch geschrieben, das habe ich auch schon mal angekündigt hier in den Videos, das aus Gebet heraus geboren ist. Es heißt Das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Es ist ein Buch, wo ich das ausführlicher darlege, was ich hier ganz kurz sage. Und es ist eines von 14 Büchern und Broschüren, die ich geschrieben habe. Es ist nicht
eine reißerische Story. Mir ging es nicht darum, irgendeinen super gut verkaufbaren, umsatzstarken Bestseller zum Thema Endzeit zu schreiben. Nein, mir ging es darum, auf etwas hinzuweisen. Leute, wir haben in der Bibel diese Betonung der dunklen Seite in der Endzeit, wo die Bibel sagt, es wird Schwierigkeiten geben, es wird Probleme geben, es wird diese ganzen, sagen wir mal, Horrorszenario geben. Aber parallel haben wir Zusagen und Aussagen in der Bibel, die sagen, und gleichzeitig wird es Licht geben, es wird Erweckung geben, es wird Ernte geben, es wird eine gewaltige Bewegung Gottes geben. Die kann man nicht rausnehmen. Und viele Leute schauen nur auf die dunkle Seite, fokussieren sich auf das, was in dem Finsteren passiert. Und ich sage dir, die haben nicht das ganze Bild. Der Teufel ist nicht der Herr der Endzeit. Das stimmt nicht. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Das Dunkle wird immer deutlicher erkennbar und das Licht wird immer deutlicher erkennbar. Ja, ich persönlich glaube, dass es zum Ende der Zeit hin eine klare und ganz scharfe Trennung gibt zwischen Licht und Dunkelheit. Und dieser ganze Bereich von Zwielicht und diesem Nebel und so weiter, dieser Dämmerung dazwischen, wird weggenommen sein. So, wir erwarten eine gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir erwarten, dass die Gemeinde Gottes wiederhergestellt in Autorität und Kraft, wie zur Zeit der Urgemeinde, vorangeht. Wir glauben, es kommt die Zeit, wo die Missionsbefehle Jesu, so wie sie formuliert sind, ja, verkündet das Evangelium, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, weckt die Toten auf, dass das wirklich real passiert, tatsächlich umgesetzt wird. Wir glauben, dass die größeren Werke, von denen Jesus gesprochen hat, noch getan werden, hier auf unserem Globus. Ja, und ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, dass Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen in die Verdammnis gehen, nur weil sie niemals das Evangelium so gehört haben, dass sie es verstanden haben. Das ist nicht mein Gottesbild. Ich glaube nicht, dass er Wohlgefallen daran hat, wenn Millionen von Menschen verloren gehen. Ja? Sondern, dass er vor seiner Wiederkunft eine gewaltige Ernte verheißen hat. Er selbst sagt, die Ernte ist das Ende des Zeitalters. Er selbst sagt, vor dem Ende der kommt die Verkündigung des Evangeliums überall auf der Welt, allen Völkern, zu einem Zeugnis. So, und das haben die Propheten unserer Tage immer und immer und immer wieder bestätigt. Ja, sie haben davon gesprochen und die haben gesagt, es werden Erschütterungen kommen und gleichzeitig wird es ein Hervorkommen des Reiches Gottes geben. Und da lese ich dir eine Bibelstelle vor in Jesaja 8, Vers 20 bis 22. Hin zur Weisung und zur Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Und siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Das ist doch genau unsere Situation. Die Menschen sind in Finsternis, in Dunkel hineingestoßen. Sie haben keinen Durchblick, sie wissen nicht, was ist. Und wir müssen das Wort haben, das Wort der Bibel, das Wort der Offenbarung, damit sie in die Morgenröte kommen, damit sie ins Licht kommen. Also für mich ist das ein Wort, was sehr deutlich in unsere jetzige Situation spricht. So, und in all dem, was ich jetzt geschildert habe, in all dem habe ich den Herrn gesucht, habe ihn gefragt und habe den Eindruck, dass ich dir folgenden prophetischen Impuls weitergeben soll. Dazu möchte ich ganz kurz noch was sagen. Bitte beachte, dass die Bibel sagt, der Herr Jahwe tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Das heißt, bevor Gott was tut, sagt er es. Er teilt es seinem Volk mit. Und eine weitere wichtige Bibelstelle in dem Zusammenhang ist noch in 1. Thessalonicher 5. Da heißt es, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alle, das Gute haltet fest. Warum steht denn da, Weissagung verachtet nicht? Ganz einfach, weil es sehr leicht ist, prophetische Worte und Weissagung zu verachten. Weil es etwas ist, was uns ganz, ganz leicht fällt. Weil sie so dem, was wir so im Natürlichen sehen, widerspricht. Weil sie so gar nicht mit dem zusammenzupassen scheint, was wir so sehen. Und wir machen unsere persönliche Erfahrung oder unser persönliches Wissen als Maßstab und sagen, dieses prophetische Wort ist korrekt oder nicht. Und dafür sollen wir uns hüten. Die Bibel sagt, verachtet es nicht. Prüft es wirklich, prüft es im Gebet. Und wenn es nichts für dich ist, ist ja gut. Dann brauchst du es nicht festzuhalten. Aber ich bin sicher, es ist ein Wort, was einige von uns wirklich zum Trost und zum Segen sein wird. Okay, ich habe den Herrn also gefragt, was in dieser Situation, die so beklemmt ist, so beängstigend,
mit solchen unabsehbaren Folgen eigentlich los ist. Und dann hatte ich den Eindruck, dass der Herr Folgendes mir geantwortet hat. Es gibt zahlreiche meiner Kinder, die behaupten, es würde keine Gnadenzeit am Ende dieses Weltzeitalters geben. Keine Erntezeit, keine Zeit der Rettung und der Erlösung. Wer hat meine Kinder dies gelehrt? Haben sie nicht gelesen, dass ich bereit bin, meinen Geist auf alles Fleisch auszugießen? Haben sie nicht gelesen, dass die Engel die Schnitter sind, die am Ende der Zeit die Ernte einbringen? Haben sie nicht gelesen, dass Gutes und Böses gemeinsam zur Ernte heranwächst? Haben sie nicht gelesen, dass ich verheißen habe, dass meine Nachfolger größere Dinge tun werden? Haben sie nicht gelesen, dass mein Reich ein ewiges Reich ist? Das heißt, ein Reich, in dem es keine Unterbrechung geben wird? Haben Sie nicht gelesen, dass meine Gnade und mein Erbarmen jeden Morgen neu ist und ich will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Wie können Sie sagen, ich hätte Gefallen am Tode des Gottlosen? Wie können Sie sagen, ich würde mit grimmigem Zorn die Völker züchtigen? Höre, Millionen und Millionen von Menschen werden überall gerettet werden. Scharen über Scharen, die jetzt im Tal der Entscheidung stehen, werden ins Licht kommen. Größte Zeichen, Wunder und Krafttaten werden allerorten zu finden sein. Der Name Jesus, des Retters, wird überall, überall gepriesen und erhoben sein. Mein Volk wird in Autorität vorwärts gehen, in Zeichen, Wundern und Krafttaten, wie ich es verheißen habe. Dass jedes Volk, jede Nation, jeder Stamm und jede Sprache ein lebendiges Zeugnis der Realität und der Kraft des Reiches Gottes hat, bevor das Ende kommt. Gleichzeitig wird die Dunkelheit an dramatischer Schärfe zunehmen. Es wird Verfolgung und Missetat geben, es werden Kräfte und Mächte aufstehen, die Menschen verführen und das Hervorkommen des Reiches Gottes zurückdrängen. Es wird Licht sein und Finsternis. Großes Licht und große Finsternis. Die Finsternis wird als solche offenbar sein und das Licht wird offenbar sein. Es sind schreckliche Zeiten und herrliche Zeiten. Ich bin danach natürlich weiter im Gebet geblieben und an dem darauf folgenden Tag hat der Herr dieses Wort nochmals ergänzt. Klein bisschen auch wiederholt, aber ansonsten ergänzt. Und da hatte ich den Impuls, dass er Folgendes sagt. Ein Wort an mein Volk in einer finsteren Stunde dieser Welt. Viele meiner Kinder ängstigen sich und sind verwirrt über die aktuelle Situation der Corona-Krise. Manche sagen, ich wäre es, der dies alles gesandt hätte, um die Welt zu strafen oder wachzurütteln. Doch ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen. Ich will Millionen von Menschen retten und in das Licht hineinziehen. Millionen über Millionen meiner Kinder sind noch in der Finsternis und müssen in das Licht hineingeboren werden. Deshalb habe ich meinen Knechten, den Propheten, immer wieder gesagt, dass eine Welle großer Veränderungen über die Erde kommen wird. Eine Zeit gewaltiger Umwälzungen. Eine schwierige Zeit. Gleichzeitig werden die Armeen des Himmels bereitstehen, um die gewaltige Ernte einzubringen. Denn die Engel sind die Schnitter der Endzeiternte. Versucht der Feind, ein weltweites Schreckensregime zu errichten. Überall missbraucht der Menschen dazu, seine Pläne zu etablieren. Doch es ist nur eine Wehe. Und bei weitem nicht die letzte Wehe. Während in der Welt Not, Angst und Elend herrschen, ist es für mein Volk die Zeit, sich jetzt zu erheben, fokussiert auf mich zu schauen und den Missionsbefehl umzusetzen. Haltet nicht zurück, seid nicht lässig. Geht in die Ernte. Ich werde mit euch sein und es werden Zeichen, Wunder und Krafttaten folgen, wie man sie noch nie gehört hat. Ihr seid aufgerufen, in den Nationen ein Zeugnis der Realität meines ewigen Reiches aufzurichten. Ihr seid aufgerufen, jetzt Boten des Lichtes zu sein. Euch von Angst, Zurückhaltung und Bequemlichkeit loszureißen und kühn und mutig das Wort der Wahrheit zu verkündigen. Millionen von Menschen werden gerettet werden, wenn ihr vorwärts geht. Dies ist nicht das Ende. Und es ist nicht die Zeit, sich zu verstecken, zu klagen oder müßig zu sitzen. Wer die Hand an den Pflug gelegt hat, soll nicht zurückschauen. Wer mit mir vorwärts geht, soll nicht zurückweichen. Wenn das Licht kommt, muss die Dunkelheit fliehen. Ihr seid mein Licht. Ich bin in euch. Wenn ihr geht, werdet ihr größere Dinge erleben, als ihr je geträumt habt. Dies ist eure Stunde. Haltet nicht zurück.
Das wollte ich dir weitergeben. Für mich, ein Wort des Herrn, an dein Volk, prüfe es, überleg, ob du es ernst nimmst für dich oder nicht. Aber eins ist ganz sicher, Gott hat wirklich mehr für dich.